Es ist später Nachmittag und der Great South Pacific Express steht auf dem Bahnsteig in Proserpine. Die Besatzung macht sich bereit, die Ausflügler wieder an Bord zu begrüßen. Die Passagiere kommen nach einem langen, ereignisreichen Tag am Great Barrier Reef in ihr rollendes Hotel zurück. Es war einer jener Tage, die man nie vergisst. Wenn man so wunderbare Dinge gesehen hat, in ungestörter Abgeschiedenheit, begleitet nur von seinen Mitreisenden, fühlt man sich, als gehöre man einem exklusiven Club an. Steigt man dann wieder in diesen Zug ein, ist es so, als kehre man in seinen eigenen Fünf-Sterne-Hafen zurück, in einen luxuriösen Zufluchtsort inmitten der zügellosen Natur von Australien. Von Proserpine aus fährt der Great South Pacific Express weiter nach Norden. Die Nachmittagssonne weicht dem Zwielicht des Abends. Langsam verschwindet sie hinter dem Horizont. Wir hatten Glück mit dem Januarwetter. Schon bilden sich wieder neue Sturmwolken. Aber für Passagiere in einem klimatisierten Zug hat das Wetter keine Bedeutung. Die meisten haben sich in ihr Abteil zurückgezogen, um Tee zu trinken oder sich vor dem Abendessen etwas auszuruhen. Der Barwagen ist bis auf die Pianistin und das Personal leer. Es war ein langer, anstrengender Tag. Mittlerweile sind die Unwetterwolken so dunkel geworden, dass es scheint, als wäre es schon Nacht. Dabei ist es erst kurz nach 7 und das bedeutet, das Abendessen naht. Wieder gibt es Gelegenheit, die Erlebnisse des Tages zu besprechen, mit den Mitreisenden oder mit dem Personal und ein weiteres exquisites Mahl zu genießen, das der Küchenchef zubereitet hat. Dazu ein Glas erlesener australischer Wein, das ist der perfekte Abschluss für einen ereignisreichen Tag. Nur wenn man über die Lichter vorbeiziehender Städte hinwegschaut und auf die in der Dunkelheit liegenden Ebenen blickt, wird einem klar, wie riesig dieses Land wirklich ist. Wir fahren weiter durch die Nacht nach Norden in Richtung Cairns und kommen durch Townsville, die Stadt, wo unser Zug gebaut wurde. Morgendämmerung, letzter Tag unserer Reise. Während die Sonne langsam aufgeht, nähern wir uns Cairns, der nördlichsten Stadt von Queensland. Sie ist nicht groß, nur etwa 68.000 Einwohner. Cairns ist wunderbar gelegen zwischen dem Great Barrier Reef und den dunklen Bergen der Atherton Tablelands. Hier gibt es zahlreiche schöne Strände und eine üppige tropische Vegetation. Die abwechslungsreiche Landschaft und der entspannte Lebensstil in dem tropischen Klima hier machen den Charme dieser Stadt aus. Wir halten kurz in Cairns an, um frische Meeresfrüchte für die Rückfahrt aufzunehmen. Die nächste Etappe bringt uns nach Currenda, unserem endgültigen Ziel. Currenda liegt 30 Kilometer westlich von Cairns im tropischen Regenwald. Trotz der kurzen Entfernung wird die Fahrt dorthin spektakulär und dauert über 2 Stunden. Currenda ist für die landschaftlich schöne Bahnstrecke bekannt, die wir von Cairns aus nehmen werden. Sie wurde 1888 mit einem enormen Arbeitsaufwand gebaut. Die Strecke hat ein starkes Gefälle und windet sich durch Tunnel und über Brücken durch die weiten Atherton Tablelands. Der Bau der Cairns-Currenda Railway war und ist noch heute eine großartige technische Leistung. Dieses fesselnde Kapitel in der Geschichte von North Queensland bezeugt den Ehrgeiz, den Durchhaltewillen und das Leid von Hunderten von Männern, die an dem Bau beteiligt waren. Die Arbeit war wegen des steilen Gefälles, des dichten Dschungels und wegen der Aborigines, die ihr Gebiet verteidigten, extrem gefährlich. Die Strecke ist auch ein Denkmal für die vielen Männer, die bei diesem unglaublichen Projekt ihr Leben ließen.
Diese Männer nahmen den Dschungel und die Berge nicht mit Bulldozern, Presslufthämmern und anderem modernem Gerät in Angriff, sondern mit bloßen Händen, mit Handwerkszeugen, Eimern und Dynamit. Riesige Steilabbrüche wurden von den Bergen oberhalb der Strecke abgetragen. Jeder lose Felsen und jeder überhängende Baum musste von Hand entfernt werden. Die Erdarbeiten erwiesen sich als besonders schwierig. 2,3 Millionen Kubikmeter Erde mussten bewegt werden, um die tiefen Durchstiche auszuführen und die ausgedehnten Böschungen zu entfernen. Die Hänge hatten eine durchschnittliche Neigung von 45% und die gesamte Oberfläche war mit einer 8 Meter dicken Schicht aus losen Felsen, verrotteten Pflanzen und lockerer Humuserde bedeckt. Alle Brücken hoch über Schluchten und Wasserfälle wurden von Hand gebaut. Gebaut wurde diese Bahnlinie, weil die Öffentlichkeit es forderte. Während der Regenzeit konnten die Zinnbergleute am Wild River nahe Haberton, etwas südlich von Currenda, keinen Nachschub bekommen und standen kurz vor einer Hungersnot. Die sumpfigen Straßen waren unpassierbar. Die Siedler erhoben wütende Proteste und begannen für den Bau einer Eisenbahnlinie zu kämpfen, die bis zur Küste gehen sollte. Insgesamt 93 Kurven und 15 Tunnel wurden aus den Felswänden geschlagen. Während der Bauarbeiten schossen an jedem Tunnel und an jedem Durchstich Lager für die Streckenarbeiter wie Pilze aus dem Boden. Kaufläden, Kneipen und Schlafstätten wurden errichtet. Aus diesen Lagern wurden nach und nach Siedlungen. Und während des Baus von Tunneln entstanden sogar kleine Städte mit Hotels. Es gab Zeiten, da arbeiteten nicht weniger als 1500 Männer. Hauptsächlich irische und italienische Einwanderer an dem Projekt. Wir erreichen den kleinen Wasserlauf Stony Creek und überqueren die berühmte Stony Creek Bridge, die 1890 als letzte der großen Brücken auf der Strecke fertiggestellt wurde. Es war ein unglaubliches Schauspiel. Wir passieren die Barrenschlucht mit ihren beeindruckenden Wasserfällen und nähern uns dem Ende der Strecke. Currenda ist auch Endstation für unsere Fahrt mit dem Great South Pacific Express. Als wir in den Bahnsteig mit seinen üppigen grünen Pflanzen und Palmen einfahren, wirkt dieser Zug wie zu Hause. Müsste man ein Foto machen, das den ganzen Glanz dieses neuen Vertreters der Weltklassezüge einfangen soll, wäre der Bahnhof von Currenda der ideale Hintergrund. Es ist Zeit, einen der exklusivsten Züge der Welt zu verlassen und sich daran zu erinnern, dass dies keine gewöhnliche Zugfahrt war. Vielmehr eine besinnliche, stilvolle Reise durch eine atemberaubende, von der Evolution einzigartig geformte Landschaft. Für den anspruchsvollen Reisenden ist es die Wiederbelebung des romantischen Zeitalters der Bahnreisen, die den Glanz des klassischen Stils mit dem Komfort der heutigen Zeit verbindet.
Aber wenn wir auch dem Zug und seiner aufmerksamen Besatzung auf Wiedersehen sagen, verabschieden wir uns nicht von dem Abenteuer, denn eine Etappe der Reise werden wir noch erleben. Wir werden mit der Seilbahn über den dichten Daintree-Regenwald nach Cairns zurückfahren. Das Gepäck wird vom Zugpersonal zu unserem Hotel gebracht. Skyrail betreibt die längste Gondelbahn der Welt über den als Weltkulturerbe eingestuften tropischen Regenwald. Mit der Seilbahn über die Baumwipfel schwebend erlebt man den Regenwald, wie es mit keinem anderen Fortbewegungsmittel möglich wäre. In Australiens Regenwäldern fallen pro Jahr 400 cm Niederschlag. Weniger als die Hälfte fällt direkt auf den Boden. Den größten Teil des Sonnenlichts, das auf den Regenwald fällt, halten die Blätter der Baumkronen ab und nur eine geringe Menge gelangt auf den Boden, wo es einen heftigen Kampf um das Licht gibt. Zyklone, Blitzeinschläge und Stürme schaffen Schneisen, deren Größe differiert. Mal bricht nur ein Zweig ab, mal stürzen mehrere Bäume gleichzeitig um, weil sie durch Schlingpflanzen miteinander verbunden sind. Sobald eine Schneise entstanden ist, stimuliert das hereinfallende Licht das Wachstum vieler verschiedener Pflanzenarten. Unter dem Blätterdach liegt ein Lebensraum, der viele Pflanzen und Früchte hervorbringt. Diese wiederum dienen als Nahrung für die zahlreichen Tiere des Regenwaldes. Die Regenwälder aller Regionen sind die Heimat von mehr als der Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten, die auf der Erde leben. Skyrail ist ein weltweiter Pionier im Umwelttourismus. Hier haben die Passagiere die Möglichkeit, den Anblick, die Geräusche und Gerüche des Regenwaldes zu erleben, ohne Autoverkehr, Lärm und Luftverschmutzung, ohne all den zivilisatorischen Müll, der das empfindliche Ökosystem des Regenwaldes so sehr gefährdet. Die gesamte Seilbahnfahrt von Currenda nach Cairns dauert einschließlich zweier Zwischenstopps 1,5 Stunden. Dies ist kein weiterer Regenwald, sondern die Lobby des Radisson Plaza Hotels in Cairns, das unser letzter Anlaufpunkt auf dieser Reise ist. Die Inneneinrichtung der Hotellobby, die an ein tropisches Versteck erinnert, ist im traditionellen Queensland-Stil entworfen. Das direkt am Wasser gelegene 5-Sterne-Hotel mit Blick über den Yachthafen verspricht einen Komfort, der sich weit abhebt vom Normalen. Jede der geräumigen, luxuriösen Suiten hat eine eigene Klimaanlage und Deckenventilatoren, eine Minibar und ein großes Badezimmer mit Einlegearbeiten aus Holz und italienischem Marmor. Während das Zimmer vielleicht zum Verweilen einlädt, lockt draußen die Schönheit des tropischen Nord-Queensland. Die gelassene Queensland-Atmosphäre dringt in jedes Zimmer, wenn geöffnete Balkontüren den Blick auf den Yachthafen und die glitzernde Trinity-Bucht freigeben.
Der Great South Pacific Express steht im Bahnhof von Currander. Eine neue Gruppe Passagiere ist eingestiegen, um nach Brisbane zurückzufahren und wartet auf die Abfahrt. Sie sind im Begriff, die Rückfahrt durch die üppige, ungezähmte Natur von Australiens Queensland anzutreten. Ein Abenteuer an Bord des luxuriösesten Zuges der Südhalbkugel, des wirklich großartigen Great South Pacific Express.